eine Weiße mit dem Schuss. Die trinkt der Spree Athene, so wie's warm wird, mit Genuss. Anderswo trinkt die kaum einer, denn die schmeckt nur in Berlin. Und die wirkt wie Medizin. Der Weizen und die Gerste, gemischt mit Himbeersaft, das macht das Ich was Berste, vor Energie und Kraft. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Eine Weiße mit nem Schuss. Morgen. Morgen. Bitte? Nein, die nicht. Wieso? Lesen Sie alternativ? Das Blatt der Hausfrau, bitte. Man erlebt jeden Tag was Neues. So, bitte, Blatt der Hausfrau für einen besseren Herrn. Das nehme ich mein Kreuzworträtsel drin. Tö, die sind doch mal gleich, die Dinger. Nein, diesmal ist es ein Preisrätsel. Tatsache, erster Preis eine Woche Mallorca. Na dann, gute Reise. Bitte. Danke. Der ist aber unfreundlich, oder? Och, das ist mir egal. Dafür hat der aber immer Kleingeld. Ja, das tut mir auch leid. Ich hab's leider nicht anders. Schauen Sie die Rentenzahlung. Ach, Sie sind Rentner? Frührentner. Das Kreuz, wissen ja, Sie? Ja, kenn ich alles. Kleine Rente, große Münze, nicht? Nur gehen Sie mal wechseln. Ich brauche genau abgezähltes Geld. Wechseln? Aber wo? Bitte mein Kreuzworträtsel. Ja, dann gehen Sie da rüber in die Kneipe, ne? Trinken Sie einen Schnaps und ein Bier. Zahlen Sie aber erst danach. Der muss der Kneipier ja wechseln. Na, ich trinke doch nicht. Was denn? Nicht mal ein Bier? Nein. Mein Laster heißt Kreuzworträtsel. Also, Herr, Braumeister. Was? Erwin Braumeister, mein Name. Oh, noch. Also, jetzt gehen Sie da rüber, trinken ausnahmsweise mal einen Schnaps. Das wird Ihnen Ihr Mallorca-Quiz ja wohl wert sein, nicht? Morgen. Moin. Moin. Bierchen? Ich sollte vielleicht einen Schnaps. Klar, zum Bier, verstehe. So trocken kriegt meine Molle sonst nicht runter. Machst du mal zwei Bierchen, Werner. Und dann noch die kleinen Doppelten dazu. Läuft alles, nehme ich sofort in Angriff. So, das ist Ihrer. Mit dem Einfachen fangen wir ja nicht erst an, wa? Bier kommt gleich. Moment. Na, warte, schmeckt er Ihnen nicht? Na, bitte, nehme ich ihn zurück. Kostenfrei. Der erste kleine Schluck ist geschenkt. Geschenkt? Nee, nee. Ah, wusste ich's doch. Mit dem ersten am Moin hat man immer Mühe, ne? Nun löschen wir mal schön nach. Mit Bier. Hör, trinken Sie. Sie müssen was nachtrinken, sonst ist das klare Zeug Gift. Zahlen. Mann, sind Sie hektisch. Sie haben ja noch gar nicht ausgetrunken. Hab ich nicht. Mach ich aber. So, und nu Kasse. Ach du dicker Vater. Wieso? Sie hatten Doppelten zu 5,60, ein Bierchen zu 1,80, Preter Propter macht er zusammen 7,40 Mark. Bis ich Ihnen auf Ihren Hundi 92,60 rausnehmen, kann ich aber nicht. 90 Jinger, wissen Sie was? Sie nehmen noch einen Einfahren, der kostet 2,80, aber ich lasse ihn 20 für ein Jubiläum. So, das ist der mit Rabatt, macht zusammen 10 Mark an Verzehr. Und das ist der Rest. 30, 50, 100 für die Paletti. Und mein Kreuzworträtsel. Was ist los? Es geht um eine Reise nach Mallorca. Sagen Sie mal, hatten Sie schon getrunken, weil Sie hier hinkamen? Nein, natürlich nicht. Nun nehmen Sie mal den Verbilligten noch, damit Sie wieder einen klaren Kopf kriegen, ne? Prost, Herr Kollege. Ja, Grüßerchen. Wie bitte? Ach so, zum Wohlsein. Na, sehen Sie, geht alles, wenn man will. Ja. Ich wollte mir ein Kreuzworträtsel kaufen. War denn für das ganze Geld? Nein, für 1,50 Mark. Ja, und wer hindert Sie daran? Die Frau da drüben. Ja, und die will mit Ihnen nach Mallorca fahren. Für 1,50? Ich verbitte mir, ja. Ja, verbitte ich mir nämlich. Du, Frau, lediglich nicht wechseln. Das ist klar. Ja, warum soll sie denn hoch? Für zwei nach Spanien ist ein bisschen Kohle ja wirklich zu wenig. Wissen Sie, was Sie für mich sind? Ein Ingo. Ja? Ein Igno. Das ist mir das Wort entfallen. Sie meinen Ignoranten. Na, nun wollen wir doch mal langsam. Komm, kein Putz hier. Ja, das ist doch wahr.
Sie möchten Ihr Geld wechseln. Ihnen fehlt Kleingeld, richtig? Richtig. Ja, pass mal auf. Da drüben ist ein Imbissladen. Da essen Sie jetzt eine schöne Currywurst. Am besten, Sie bestellen sich gleich zwei. Dazu trinken Sie eine schöne Brause. Die Tante aus dem Imbissladen wechselt Ihnen den 20er und Sie sind aus dem Schneider. Na, ist das gut? Guten Morgen. Moin. Bitte recht sehr. Dankeschön. Hoppla. Aber das macht doch nichts. Kann ich vielleicht noch ein bisschen Mustrich haben? Bedienen Sie sich doch hiervon. Also du, wenn dir meine Kunden anmachst, ja, kriegst du ein paar hinter der Löffel. Du benimmst dich jetzt bitte, ja? Außerdem, wie siehst du denn aus? Wisch doch mal den Mund ab. Hey, Sie antike Wesix. Hinweg, Bürschchen. Bitte schön, das geht ganz leicht ab, ja. So. Bitte, womit kann ich dienen? Ich komme da drüben aus der Kneipe. Aha. Ich brauche Geld. Was ist los? Ich habe natürlich Geld. Ja, können Sie mir vielleicht mal den Zusammenhang erklären, ja? Ich soll zwei Currywürste essen, wie der Bengel da eben, und etwas trinken. Und dann habe ich das Geld. Ja, also Sie wollen zwei Curry und Pommes frites und was zu trinken, habe ich verstanden, ja. Aber das andere nicht. Das ist auch nicht so einfach. Ach so. Mhm. Weil ich rate gerne Kreuzworträtsel. Oh, interessant. Und als ich dort drüben etwas getrunken habe. Jetzt verstehe ich. Also erstmal was vorweg, ja. Da sagte mir der Wirt, also der da drüben, der sagte, wenn Sie nach Mallorca fahren sollen, dann nehmen Sie Ihr Geld und essen zwei Currywürste. Wohl sein. Prost. Guten Appetit. Was ist das? Zwei Currys, die Pommes kommen gleich. Na, nee, ist Getränk hier. Apfelsaft oder sowas. Bier. Alles klar. Bier? Ich wollte Fassbrause. Sie wollten was zu trinken. Das kann ich bestätigen. Sie speisen gefälligst Ihr Würstchen und beschmieren die fremden Leute. Nehmen Sie die Kartoffelschnipsel weg. Ja, die haben Sie da auch bestellt. Sind Sie die Pressesprecherin von dieser Wurstbude hier? Es geht um das Blatt der Hausfrau. Wie bitte? Da ist das Rätsel drin. Und jetzt zahle ich. Waren Sie schon mal auf Mallorca? Das geht's überhaupt nichts an. Wiedersehen. Das ist sehr uneinsichtig, diese Damen. Sehr uneinsichtig. Mallorca ist ein Erlebnis. So? Bekomme ich jetzt mein Wechselgeld? Aber Sie haben ja noch gar nichts gegessen. Ich will nicht essen, ich will zahlen. Außerdem kriege ich Kleingeld. Ja, bitte, bitte, ja. Also das waren zwei Curry mit Pommes, das sind 7,50. In Bier 1,30 sind 8,80. So. Kriegen Sie also 11,20 zurück. Hier, 11,20, bitte. Nein. Was hieß hier nein? 1,20? Ja, Logo. Ich brauche 1,50. Und das sind nur 1,20. Wenn ich jetzt nicht sofort 1,50 Mark kriege, passiert ein Unglück. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, hol ich der Polizei, ja? Nur diesen Zehner. Bitte wechseln Sie mir den doch. Ich hab kein Kleingeld. Kein Kleingeld, kein Kleingeld. Woher soll ich denn dann mein Kleingeld herkriegen? Das ist doch nicht mein Problem. Es ist doch Ihr Problem. Sie wollen etwas verkaufen. Also brauchen Sie Kleingeld. Kleingeld ist Ihr Handwerkszeug. Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann hat er auch sein Handwerkszeug. Oder glauben Sie, ich bringe den Bohrer mit? Aber... Was sag ich Ihnen? Ich kriege mein Geld klein. Ich kriege es klein. Ich kriege jetzt bitte das Blatt der Hausfrau. Was denn nun? Ach, Sie sind's. Ach, hab ich mich erschreckt. Na, hat's denn nur geklappt in der Kneipe? Es hat nicht geklappt. Weder in der Kneipe, noch im Imbissladen. Auch nicht beim Bäcker oder sonst wo. Aber dann, am Schluss, ich habe für das nächste halbe Jahr eingekauft. Denn ich will mein Kreuzworträtsel. Hier, heute und jetzt will ich es. Ja, ist verständlich. Übermorgen ist ja auch Einsendeschluss. Übermorgen schon? Na, schnell her damit. Da. Eine deutsche Mark und 50 deutsche Pfennige. Wechselgeld aus dem Supermarkt. Die Leute haben nämlich Sitte und Kleingeld. Also? Das reicht nicht. Was reicht nicht? Die 1,50. Ihr Blatt, oder besser das von der Hausfrau, kostet seit gestern 1,80. Das gibt's doch nicht.
Das hat doch immer 1,50 gekostet. Ja, mach ich die Preise. Das ist der Verlag und die Zeiten, nicht? Nur legen sie noch 30 Pfennig drauf und sie sind so gut wie in Mallorca. Das darf nicht wahr sein. Da hau ich einen Hunderter auf den Kopf. Habe Verpflegung bis nächsten Ostern, aber immer noch nicht meine Illustrierte. Bitte geben Sie mir jetzt das Ding für 1,50. Die anderen 30 Pfennig bringe ich Ihnen morgen vorbei. Ich pumpe nicht. Mann, Frau, 30 Pfennig. Ich habe doch keine Puseratze mehr in der Tasche. Hören Sie, ich will mein Preisrätsel lösen. Geben Sie es mir jetzt. Sie sind Rentner, ne? Ja, Frührentner. Warum? Ein Frührentner, der am Vormittag schon Hunderter unter die Leute bringt, der ist ja wohl nicht auf die Unterstützung von einer hart arbeitenden Zeitungsfrau angewiesen, nicht? Also bringen Sie mir die 1,80, abgezählt, sonst läuft nichts. Ich bin nicht die Deutsche Bank. Guten Morgen. Guten Morgen. Die elegante Mode, bitte. Räumen Sie doch mal Ihre Einkaufscontainer hier weg. So, bitteschön, 4,50. Danke. Wiedersehen. Ja, und Sie werden ja dann wahrscheinlich auch bald wiedersehen, wenn Sie die 30 Pfennig geholt haben, nicht? Tschüss. Ach, Sachen gibt's, die gibt's ja nicht. Wirklich. Ach, hallo, Sie? Ja? Ich hab's rausgekriegt. Was? Na, Ihr Preisrätsel. So schnell? Na, es gibt schnelle Leute und solche wie Sie. Ich hab angefangen, als Sie vorhin wechseln gegangen sind. Wollen Sie die Lösung wissen? Ja, gerne. Das ist ein Sinnspruch. Und wie lautet er? Geld macht nicht glücklich. Ein kluger Spruch. Wirklich. Ein sehr kluger Spruch. Oder hat der heute ja keinen Sinn mehr? Hm? Es ist 18:25 Uhr. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, Ihre Einkäufe nun zu beenden. Wir schließen in wenigen Minuten. Wir danken für Ihren Besuch und möchten Sie noch darauf aufmerksam machen, dass unser Haus am morgigen Samstag bis 18 Uhr geöffnet hat. Auf Wiedersehen bis zu Ihrem nächsten Einkauf.
Ein Nachtwächter, der stiehlt. Mundraub. Nur Mundraub. Ich habe sowas noch nie getan, nur weil, also meine Frau, die hat, morgen hätte ich selbstverständlich alles bezahlt, wenn Sie freundlichst gewissermaßen sozusagen ein Auge zudrücken würden. Tja, aber melden werde ich Sie wohl müssen. Dafür werde ich schließlich von der Geschäftsleitung bezahlt. Bitte, nein, ich habe eine kranke Frau. Wenn ich meine Stellung verliere, ich tue nur meine Pflicht. Bitte kommen Sie mit. Soll ich das hier zurücklegen, oder? Von mir aus können Sie doch essen, aber das ändert nichts am Verfahren. Ach, was. Erledigen wir die Formalitäten gleich hier. Also, Name? Puschelt. Karl Puschelt. Schreiben Sie. Na los, schreiben Sie. Ich, Karl Puschelt, besteht hiermit von Detektiv Taschner beim Diebstahl in der Lebensmittelabteilung überrascht worden zu sein. 3. April, 23.47 Uhr. Unterschreiben. Na los. Oder soll ich erst die Geschäftsleitung anrufen? Soll ich jetzt meinen Dienst weitermachen? Sind Sie denn fertig mit Essen? Bitte? Ob Sie satt sind? Jetzt kann ich Sie auch melden. Na, nun lang mal schon zu. Mit Ihrer Erlaubnis? Ja. Jetzt darf ich. Ja. Aber ehe Sie mich erwischt hatten, nicht. Würden Sie mir noch mal Ihren Ausweis zeigen? Sie sind ja gar nicht. Jetzt hebe ich Alarm. Vergessen Sie nicht, was Sie unterschrieben haben. Sie haben sich hier einschließen lassen. Sie sind ein Dieb. Ein Kollege sozusagen. Ja. Na, du setz dich mal hin und lass es dir schmecken. Was ist denn? Wollten Sie hier nur essen? Na, was dachtest du denn? Wenn ich mich morgen früh hier rausmogeln will, da kann ich doch keine Pelzmäntel abtransportieren. Und große Werte wie Schmuck oder so sind ja durch Alarmvorrichtungen abgesichert. Ich nehme mir früh immer nur ein Stück von der Salami, kochten Schinken oder ein Döschen Thunfisch. Da haben Sie mir gewaltig hinter das Licht geführt. Nee, das hast du selber besorgt. Hast du was zu trinken? Na, nicht die geschlossenen Flaschen da. Das merken die, das fällt auf. Wir vergreifen uns nur an den offenen Sachen. Wir wollen ja heute nicht das letzte Mal gemeinsam gefuttert haben, hm? Hä? Na, was dachtest du denn? Ja, da wollen Sie sich in Zukunft jede Nacht hier einschließen lassen. Du lass mal das blöde See, ich heiße Bruno. Und das mit ihm einschließen, das ist ja nun nie mehr nötig, ne? Ich klopfe und du lässt mir in. Alles klar, Karl? Nee, niemals. Aber ja doch. Klopfst du vielleicht jetzt gemütlich in meinem Versteck hinter den Klorollen? Das kann ich doch nur einfacher haben, ja? La, la, la. Mit einer Durchsage, alle verfügbaren Wagen zum Kurfürstendamm, Kaufhaus Wartheim.
Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Wahrscheinlich sind noch welche drin. Können Sie aufschließen? Ja, natürlich. Bruno, Bruno, hörst du das? Bruno, da ist jemand. Was machen Sie hier? Sehe Ihren Ausweis. Name. Hallo. Hallo. Wer sind Sie denn? Das ist unser Nachtwächter. Ich wollte gerade mal eine Runde machen. Wir nehmen den Mann erstmal mit. Der ist ja völlig hinüber. Was wir dann? Willst du mir nicht sagen, was ist? Ist aus, Mathilde. Was ist aus? Alles. Ich bin erwischt worden. Wobei? Etwa nicht passiert, wenn du meine Brote etwas liebevoller belegt hättest. Nur deshalb hat mir der Einbrecher erwischt. Welcher Einbrecher denn? Der Taschner, der Bruno Taschner. Redest du irre? Ein Einbrecher kann doch gar nichts ausrichten gegen dich. Doch, Mathilde. Das hätte ich machen sollen. Nur ist er heute Nacht festgenommen worden, weil auch durch die anderen Einbrecher die Alarmanlage losgegangen ist. Nun wird er sagen, dass ich ihn drin gelassen habe. Und bloß, weil er meine Brote nicht ordentlich belegt. Sicher, sicher. Im Zweifelsfall hab immer ich Schuld. Da kommst du schon. Ich geh in Schuppen, sag, ich bin nicht da. Einen Moment, mein Mann kommt gleich. Die haben nur ein paar Fragen, Karl. Ich hab gesagt, du räumst den Schuppen auf. Das ist nur eine List von denen zu fahren haben. Ich bin hier liefert, Mathilde. Nun komm. Komm. Morgen, Herr Puschelt. Guten Morgen. Moin. Entschuldigung, aber wir haben nur eine Rückfrage wegen heute Nacht. Ja? Also die zwei flüchtigen Einbrecher, die haben wir festgenommen. Und es geht jetzt darum, ob das angetrunkene Subjekt, das wir in der Schlemmerecke aufgelesen haben, ob das ihr dritter Mann war und wie er reingekommen ist. Ja, wenn ihr... Ja, hat er das nicht gesagt? Tja, gesagt hat er, dass er sich abends hat einschließen lassen in einer kleinen Kammer bei einer Toilette. Versehentlich. Aha. Das kann ja sein, oder? Er war ja auch ganz schön blau. Also ich glaube das schon, weil, also ein Eindringen ist ja nicht möglich, nicht wahr? Ist er nicht ingeschlagen, nicht aufgebrochen worden und irgendwie muss er ja reingekommen sein. Naja, das haben wir uns ja auch gedacht. Eben. Na gut, das war's dann also. Wiedersehen, Herr Puschelt. Wiedersehen. Wiedersehen. Was hast du mir denn wieder für einen Quatsch erzählt? Wie kommst du auf so einen Blödsinn? Warum sagst du mir denn nicht gleich die Wahrheit? Ich will dir was sagen. Du willst doch nur, dass ich deine Stullen dicker belege. Aber da hast du dich geschnitten, mein Lieber, wo alles immer teurer wird. Und so viel bringst du ja noch nicht gerade nach Hause. Her. Na, von zu Hause. Die haben mich wieder laufen lassen. Was? Du hast ja nicht etwas schon alleine gegessen? Nee. Ich dachte gerade, in welche düstere Ecke mag der Bruno jetzt verstecken. Und da klopfste. Hey. Du, das ist aber wirklich anständig von dir, dass du mir nicht verpfiffen hast. Ehrensache. Was hätte ich denn auch davon? Dann wär ich ja auch aus gewesen mit unseren nächtlichen Fressorgien. Außerdem bist du mal richtig ans Herz gewachsen. Du mir auch. Ja. Kick mir bitte. Das habe ich alle Tiere gerettet.
Kick mal weiter. Was willst du denn damit? Na, weggeschmissene Puppen tun mir irgendwie leid. Da denke ich immer, die leben noch. Mann, du bist vielleicht eine Schnulzenjule. Ach komm, gib schon her. Jetzt bring sie wieder in Ordnung. Irgendein Kind wird sie bestimmt drüber freuen. Weiß ich doch. Du, nee, lass mal, die nehme ich für mich. Du triffst mal wieder eine besondere Auswahl, Walter, was? Als Werkzeugschrank für den Keller. So, Judith Holz. Ja. Na, mein Bärchen, hast du was Schönes eingekauft? Rouladen. Oh, was schleppst du denn da wieder an? Für den Keller, als Werkzeugschrank. Passt prima in die Ecke. Ach, also nee. Du kannst auch nicht verkommen lassen. Nee, kann ich nicht. Warum auch? Die Leute werfen ohnehin nicht so viel weg. Ex und hopp. Das wird auch immer schlimmer. Zum Nachtisch gibt es Kirschen. Ist ja eigentlich nicht anständig von mir. Was? Wenn ich das hier lese, ist schließlich nicht für mich bestimmt. Wo hast denn die her? Aus der Kommode. Einen doppelten Boden. Mann, Walter. Ist der echt? Guck mal, Walter. Also, wenn der echt ist, ganz alter Schmuck ist das. Sag mal, war der auch in der Kommode? Ja, mein Bärchen, der war auch in der Kommode. Weißt du, was mich unheimlich betroffen macht? Na, der Schmuck, denke ich doch. Nee, das hier. Die Frau, die diese Briefe vor über 40 Jahren gekriegt hat, wurde von dem Schreiber auch Bärchen genannt. Na, was ist denn daran schon Besonderes? So ein außergewöhnlicher Kosename ist das ja nur auch wieder nicht. Na, das ist ja ein Ding. Und er grüßt sie mit innigst dein Bär. Sag mal, hast du dir den Schmuck schon mal genauer angekickt? Nee, hab ich nicht. Hör doch mal lieber zu. Hier, am 23. April 1941 schreibt er. Liebes Bärchen, gestern hat es hier oben in den Bergen noch mal geschneit. Auf die Krokus- und Märzenbecher. Auf meine Seele hat es auch geschneit, weil kein Brief von dir gekommen ist. Gestern nicht und heute nicht. Wie findest du das? Ziemlich kitschig. Du, ich glaube, das Zeug ist wirklich echt. Wieso? Also das hier zum Beispiel sind Aquamarine. Und das hier, das sind Granate, glaube ich. Echte Granate. Wieso bist du denn da so sicher? Na, weil das Jolt alle gestempelt ist. Jedes einzelne Stück. Na, wer macht sich denn schon die Mühe, falsche Steine in echten Jolt zu fassen? Du, also 20.000 oder mehr ist das Ganze bestimmt wert. Ja, das mag ja sein, Ida, aber das gehört uns doch nicht. Spinnst du, sag mal, das lag auf dem Sperrmüll. Muss ich dir sagen, dass alles, was im Sperrmüll liegt, Eigentum des Finders ist? Na, ich kann doch nicht die Briefe zurückgeben und sagen, den Schmuck behalte ich. Tja, warum willst du denn die Briefe zurückgeben? Wer will denn die noch? Die interessieren doch ja keinen. Doch, mein Bärchen. Diese Bärchen hier, also die Empfängerin, wird bestimmt froh sein, wenn sie die Briefe zurück hat. Dann schmeißt man die einfach weg, absichtlich. Die Briefe sind mehr als 40 Jahre alt, Walter. Das hast du doch selber gesagt. Willst du deswegen eine Fahndung einleiten? Ach, was? So ganz einfach. Die Kommode lag vor dem Haus Planufer 92E. Ach, und du willst, weil du meinst, die Briefe zurückbringen zu müssen? Auch den Schmuck? Ja, Bärchen. Weißt du warum? Der ist von der Mutter. Wessen Mutter? Von der Mutter des Briefeschreibers. Der Bär ist nämlich gestorben. Woher wisst denn das? Weil er hier schreibt, liebes Bärchen, ich bin so schwach, dass ich kaum die Feder führen kann. Der Pfarrer kommt oft an mein Bett und du weißt ja, was das bedeutet. Wenn ich Abschied genommen habe von dieser Welt und von dir, mein innig geliebtes Bärchen, bekommst du den Schmuck, den ich von meiner Mutter ererbt habe. Niemand ist würdiger als du, ihn zu besitzen, mein innig geliebtes Bärchen. Was bist du denn auf immer so sentimental? So kenne ich dich ja gar nicht. Was hat denn das mit sentimental zu tun? Hier aus dem Brief geht doch eindeutig hervor, dass er gestorben ist, der Bär. Ja, und ich nehme an, dass auch dieses Bärchen gestorben ist. Der Schmuck gehört also niemand, Walter. Also gehört er uns. Nee,
Nee, nee, Ida, so kann man das nicht sehen. Walter, hör mal zu. Das ist eine Fügung des Schicksals. Du verstehst, dass wir mal zu was kommen, ohne uns totschuften zu müssen. Das ist ein Geschenk vom lieben J. Vergiss meine Brieftasche nicht. Hm? Die hat mir auch ein ehrlicher Finder zurückgebracht. Ja, mit 12,50 Mark. 12,50 Mark waren da dran. Der Wert ist nicht das Entscheidende, Ida. Auf die Ehrlichkeit kommt es an. Moin, Chef. Moin. Eine Frage. Da lag gestern in dem Sperrmüll auch eine Kommode. Mahagoni, drei Beine. War die von Ihnen? Wieso? Ich will's nur wissen. Oder besser gefragt, kennen Sie ein Bärchen? Na klar. Gummibärchen. Wollen Sie auch einen? Nee, nee, danke. Schon gut. Guten Tag. Da wohnt keiner. Die Wohnung steht schon seit Monaten leer. Warten Sie, ich nehme den Wagen. Danke, sehr freundlich. Waren das alte Leute, die da wohnten? Alt? Nö. So um die 50. Ach so, nee. Dann haben die vor 40 Jahren keine Liebesbriefe geschrieben. Sie kennen auch kein Bärchen und keinen Bär. Versuchen Sie doch mal im Zoo. Danke. Aber sagen Sie mal im Ernst, wen suchen Sie denn? Eine Frau, die vor 40 Jahren Bärchen genannt wurde. Ja, ist schon gut. Ich frage mal woanders, danke. Ach, das ist lieb. Da steht sie. Oder hat Ihnen Frau Bügo nicht Bescheid gesagt? Nee, warum jetzt denn? Na, um die alte Wäschetrommel. Ich habe nämlich eine neue bekommen von meinem Sohn. Und da steht mir die alte im Wege. Und ich kann doch nicht schwer tragen. Na, dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Ach, die nehme ich Ihnen mit. Das ist aber nett von Ihnen. Hier, bitte. Nee, nee, lassen Sie mal, danke. Sagen Sie mir lieber, hat Sie mal jemand Bärchen genannt? Bärchen? Nein, Schnurzel und Brummäffchen. Brummäffchen? Bärchen nicht? Ja, nein, leider nicht. Aber vielleicht Frau Bäumler nebenan. Ach, die ist ja ausgezogen vorgestern. Ins Heim. Naja, wie das so ist, wenn man alt und klapprig wird. Könnten Sie mir vielleicht sagen, in welches Heim? Hat sie mir gesagt, aber... Ich hab's vergessen, aber ich vergesse doch alles. Aber Ihr Neffe, der müsste es wissen. Der hat ein Geschäft am Kudamm, Ecke Bleibtreue-Straße. Aha. Ja, eine Boutique. Ja. Die können Sie gar nicht verfehlen. Ja, ich würde auch schon sagen. Sehen Sie, wenn Sie das sind. Oh, entschuldigen Sie mich einen Moment. Guten Tag. Sie wünschen? Wünschen? Ach so, ja, eigentlich nichts. Ich hätte nur eine Frage. Lass mal, ich mach das schon. Ja? Guten Tag. Also, das ist so, die alte Dame, die neben ihrer Tante wohnt, wenn sie das sind, hat mir gesagt, dass die Frau Bäumler... Können Sie sich auch kurz fassen? Noch kürzer geht das nicht. Ist das Ihre Tante, die Frau Bäumler? Ja. In welches Altersheim ist denn die? Tanja, wie heißt denn das Heim vom Tantchen? Altersglück. Sie haben es gehört. Ja, hoffentlich ist es doch eins. Wie bitte? Ein Altersglück. Ich meine, oh, was soll's. Wir... Aus wie einer von der Müllabfuhr. Ich bin auch einer, Oma.
Ich habe eine Frage. Ach so. Ich dachte schon, ich krieg Besuch. Ist es auch. Ein Besuch ist es auch. Wie heißt du denn? Walter Poseka heiß ich. Pass mal auf, Oma. Kann es sein, dass dich früher mal jemand Bärchen genannt hat? Bärchen? Ja, ja. Der Georg Fissler. Der Soldat. Der Bär. Ja, wie kommst du denn darauf? Durch die Kommode. Da waren seine Briefe drin. In der Kommode? Im Sperrmüll? Ja. Ach Gott, dann hat der Rudolf die Briefe in die Kommode getan. Der Rudolf, der konnte das ja nicht verwinden. Der Rudolf war mein Mann. So. Naja, ich habe sie jedenfalls gefunden, die Briefe. Hier sind sie. Ja, sowas. Die Briefe. Der wollte nicht, dass ich mich erinnere, der Rudolf. Der war eifersüchtig. Eifersüchtig auf Georg. Da hat er alles versteckt. Auch den Schmuck. Der Schmuck ist auch da. Ach, den kannst du wieder mitnehmen. Was? Den kannst du wieder mitnehmen. Das ist ein Wert, der Schmuck. Ja, aber ich kann ihn doch nicht mitnehmen. Verstehst du? Hm. Ja, nee, ich meine, da wären doch vielleicht Kinder oder so. Nee, ich habe nur einen Neffen. Und wenn du den kennen würdest. Ich kenne ihn. Ja? Dann verstehst du auch, dass der den Schmuck nie und nimmer kriegen darf. Der. Ja, du behältst ihn, den Schmuck. Als Finderlohn für die Briefe. Nein. Doch. Allerdings nützen mir die Briefe jetzt auch nichts mehr. Ich kann sie ja nicht mehr lesen. Ich bin ja fast blind. Ich kann ja kaum noch dein Gesicht erkennen. Weißt du was? Du schenkst den Schmuck deiner Frau. Hast du eine? Ja. Ja? Ja. Was heißt ja? Hat dir dieser Neffe gesagt, in welchem Heim sie ist? Ja. Na und? Lass dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Ich war da. Ein armer Luder. Kannst du dir vorstellen, dass er sich über den Besuch eines wildfremden Menschen gefreut hat? Und wenn dieser wildfremde Mensch ihr Schmuck zurückbringt? Den Schmuck will sie ja nicht. Was? Den hat sie mir als Finderlohn gegeben für die Briefe. Morgen oder übermorgen gehe ich wieder hin und lese draus vor. Ich kann ja kaum noch was sehen. Den Schmuck, den soll ich übrigens dir schenken. Wirklich? Und wenn ich es dir sage. Dann behalte ich ihn auch. Ich meine, ist ja auch so was wie eine Verpflichtung, oder? Ich meine, weil du mich doch auch Bärchen nennst. Ja. Sie ist wohl ganz alleine. Nee, den Neffen hat sie, das weißt du doch. Ein gespreizter Lackaffe. Musste erst mal nachfragen, wie das Heim überhaupt heißt. Und weißt du, wie das heißt? Altersglück. Das hat er ausgesprochen, ohne zusammenzuzucken. Und weißt du, warum? Weil er noch nicht einmal da war. Wir können sie ja wieder abwechselnd besuchen. Das freut mich, dass du das sagst, mein Bärchen. Thank you.
Agent! Wer ist das kleine Rettbissen hier? Seid ihr alle übergeschnappt? Was hat Ihnen der junge Mann denn getan? Hilfe, mein Knie! Fred, komm raus! Wir wollen ein bisschen höher! Kannst du vergessen, kann ich es kopieren. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Mach schon! Mach schon! Ja, ich schau mal nach, halt mal. Was ist denn hier los? Was sind Sie denn wahnsinnig geworden? Was fällt Ihnen ein? Was wollen Sie hier? Ich wohne hier. Ja, ja, und wir drehen hier einen Film. Na, das müsste ich aber wissen. Wir haben die Drehgenehmigung von der Hausverwaltung. Hier, bitte sehr. Ja. Davon haben die mir ja nichts gesagt. Ich bin nämlich der Hausmeister hier. Oh Gott. Sie drehen also einen Film. Richtigen Film? Nee, fürs Fernsehen. Ja, einen richtigen Film. Ja, einen richtigen Gut, oh Mann, Film. Sie sind im Bild. Kommen Sie mal Müll hier weg und machen Sie Szene frei oder wie heißt der noch? Wie heißt der da? Manni. Ja, Manni, Manni. Ja. Was ist denn los? Warum sind Sie auf Anfang? Was ist? Alles auf Anfang. Ja, bitte. Alles wieder auf Anfang. Was hat denn der nur eigentlich hier verbrochen? Kfz-Diebstahl mit zwei anderen. Ah, und der Dicke hetzt den, ja? Ja. Die Treppe hoch. Was sehen Sie doch, Mann? Ja, das sehe ich, aber... Der kriegt ihn noch nicht, oder? Doch, doch. Was? Der dicke Mops, den jungen Sprinter da, wie soll denn das gehen? Da verschnauft der behäbige Typ ja noch auf der zweiten Etage, während das nette Bürschchen aber bereits durch die Verbindungstür auf dem Bodenraum ins Nachbarhaus marschiert. Passen Sie mal auf, Herr... Lehmann, heiße ich Karl Lehmann, Tag. Angenehm. Also passen Sie mal auf, Herr Lehmann. Die Flucht des Autodiebes endet in einer Sackgasse. Er steigt um durch eine Dachluke und wird auf dem Flachdach gestellt. So, ist damit Ihre Neugierde befriedigt? Nee, gar nicht. Das Haus hat nämlich ja kein Flachdach. Der würde doch da oben abstürzen. Zumal es auch noch geregnet hat und die Schindeln feucht und schlüpfrig sind. Also so bekloppt sieht der Junge doch nicht aus, nicht? Auf die Verbindungstür, ja, oben im Wohnraum hat er bereits hingewiesen. Die ist Tag und Nacht offen. Weil die Hausverwaltung es ablehnt, neue Schlüssel zu beschaffen. Die sahen sich, nächstes Jahr wird sowieso abgerissen, nicht? Na gut. Aber da gibt's ja auch noch eine Feuerleiter. Und die ist ja runtergeklettert wie nix, während der sich noch von seinem Asthmaanfall erholt. Herr Lehmann, das ist ein Film. Die Anschlussszene auf dem Dach wird woanders gedreht, ja? Ach nee, verfälschen tun Sie das Ganze auch noch? Reiner Schwindel, ist das beim Film so üblich? Das ist so üblich. Na, da lache ich mich doch scheckig. Da könnte ich zum Beispiel einfach hier in diese Tür eintreten und bin ja nicht in der Wohnung von dem Musikstudenten Willi, sondern vielleicht in einer Geldfälscherwerkstatt an der Krummlanke. Ja, das geht alles. Nur räumen Sie mal Ihren Müll da weg. Kinder, wir müssen auf Anfang los. Auf Anfang! Jede Minute kostet. Und warum verschwindet der nette Otto Knacker nicht hier drin? Der Musikstudent schließt nie ab. Sag's ihm doch. Herr Lehmann, das weiß der Flüchtende doch nicht. Nu, jetzt ruht weh. Wir haben ein Drehbuch, Herr Lehmann. Da ist alles festgelegt. Die Wirklichkeit spielt keine Rolle. Ja, den Eindruck habe ich auch, dass die Wirklichkeit beim Fernsehen kaum eine Rolle spielt. Und effektiv gedacht wird wohl auch nicht besonders. Was? Sonst könnte der Polyp da doch längst hinter den beiden Ganoven her sein, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Anstattdessen steht er hier dumm rum und guckt in die Gegend. Mensch, Willi, gut, dass du gerade kommst. Verpfeifst du jemanden bei der Polente? Ich? Nie. Na bitte, bei Willi ist er sicher. Warum macht er denn also nicht so? Weil der Junge sterben muss, deshalb. Ja. Ende der Fahnenstange. Wir machen jetzt weiter. Ey, alles auf Anfang. Moment doch mal. Das halte ich nicht mehr aus. Was soll der sterben? Weil er ein paar Autos geknackt hat, aber nicht doch. Hey, Mann. Der macht einen prima Eindruck. Der erinnert mich an einen Neffen von meiner verstorbenen Jatte. Also, Tote möchte ich hier nicht in meinem Hause haben. Das fällt doch schließlich auf mich zurück. Ich bin hier der Hausmeister, nicht? Bei dem ist alles möglich, heißt es dann. Wer erfährt das denn? Wer erfährt mich der halbe Wedding? Ich bin ja bekannt wie ein bunter Hund. Ach doch, Quatsch. Und das Haus auch, ja. Das war mal besetzt, da haben die hier von der ZDF-Journal hier gedreht, nicht? Also Tote möchte ich hier wirklich nicht in dem Haus haben. Ist ja auch nicht nötig. Es gibt ja auch hier noch friedliche Lösungen. Doch nicht wahr? Was sollen denn die Leute denken, wenn ich keine Hilfe leiste? Sie spielen doch gar nicht mit. Und außerdem, wir drehen nur innen, geht aus dem Weg. Day for night. Day for what? Day for night, das heißt, es wird am Tag gedreht, aber so, als ob Nacht wäre. Na, Art Trick, Herr Lehmann. Aha, also Hochschwindel. Sieh, ich möchte mal wissen, ob es überhaupt was gibt, wo unser Einsatz nicht beschissen wird, wenn eine Röhre kickt. Fritz, was ist denn nun? Drehen wir heute noch oder bauen wir jetzt ab? Fällt du mir auf den Rücken!
Jetzt enttäuscht du mich aber. Entschuldigen Sie, Dr. Kurz. Welches nehmen wir denn? Ach, macht doch, was ihr wollt. Ey, was ist denn das? Oh, das ist eine Chemikalie, die wie Blut aussieht. Oder sollen wir vielleicht echtes Blut nehmen und den Schauspieler richtig erschießen? Nein. Na also. Ich sagte ja schon, der Junge findet bei dem Musikstudenten Willi Unterschlupf, bis der Dicke sich da verkrümelt hat. Willi hat nämlich mal bei einer Demo teilgenommen, eins mit Jummiknüppel abgekriegt. Seitdem betritt er ein Fußballstadion erst, wenn die letzten Klänge der Polizeikapelle verstummt sind. So anti ist er seitdem. Würde den Film doch logisch machen, oder? Na sag mal, warum dreht ihr denn nicht? Der Hausmeister erklärt uns gerade den Film. Da kannst du was lernen. Als Autor. Ach, Sie sind es. Ist ja doll. Meine Verehrung. Aber erst, wenn Sie mir erklärt haben, wie ein übergewichtiger Operpolizist einen jungen Spritzchen Ganoven einholen soll, wenn ein Haus drei Fluchtmöglichkeiten bietet. Eine Feuerleiter, einen Durchgang auf dem Bodenraum und eine offenstehende Wohnung. Und das alles nachts, obwohl das heller Tag ist. Und ich dem Polizisten mit meinem Mülleimer den Weg versperre. Und das Haus kein flaches, sondern ein Spitzgiebeldach hat. Das sind aber nur die Äußerlichkeiten. Kicken Sie sich doch mal die gemütlichen Dicken da an, nicht? Was hat denn der für eine Ausstrahlung? Hm? Ja, richtig, eine menschliche. Der könnte so ja das Wort zum Sonntag predigen. Und was tut er? Er nietet einen jungen, hoffnungsvollen Menschen um, der so eine krummen Dinger wie Autoknacken womöglich nur gemacht hat, weil er nicht Rennfahrer werden durfte und eine gelähmte Mutter zu Hause zu versorgen hat. So was kommt wahrscheinlich in dem Film nicht vor. Ist aber nicht von Hand zu weisen. Ich habe den Herrschaften da schon erklärt, dass der Autoknacker wie der Neffe meiner verstorbenen Jattin aussieht. Und deshalb würde ich ihn, also falls das mit der Feuerleiter, mit dem Bodenraum und mit Willi nicht akzeptiert wird, ohne weiteres im Besenraum verstecken. Zumal ich ja gerade mit dem Mülleimer die Treppe runterkomme. Ich rufe also das Sozialamt an. Der Junge kriegt eine Chance. Eine Therapeutin und eine Lehrstelle als Kraftfahrzeugmechaniker. Ja. Und seinen Aufstieg zum Formel-1-Rennfahrer zeigen wir dann im zweiten Teil des Films. Gut. Gar nicht so dumm, was der Typ sagt. Und guck mal, der spinnt doch. Sicher spinnt er, aber als Komparse mit Mülleimer, das wäre doch gut. Bevor er weiter nervt. Also ich muss auch sagen, das fand ich echt komisch. Ja. Den Ton von vorhin habe ich drauf, einwandfrei. Ja, lass doch mal hören. Bitte, 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 wenn euer Herz daran hängt, hören wir uns das an. Gut. Halt sie still! Hey, was soll denn ein Mensch kennt? Das ist das Kellerfest, wisst ihr? Was hat ihn der junge Mann denn getan? Hilfe, mein Freund! Komm hoch! Hier oben ist ein Himmel! Das möchte ich aber überhört haben, ja? Aus! Das ist doch farbenhaft. Das ist doch farbenhaft. Das ist ein Riesenloch. Ha? Das könnten wir nämlich stopfen damit. Wäre gut mit dem Blumen, wenn du runterfällst. Gut. Herr Lehmann, die Nummer mit dem Mülleimer ist gekauft. Was? Na, wir versuchen das mal. Wie denn? Ja, wir bauen das ein, Herr Lehmann. Mit mir? Ja. Na, klasse. Das heißt, wird das auch bezahlt? Aber sicher, Sie kriegen 100 Mark. Das ist eine Kleindarstellergage. Hm? Na, sowas. Ich gehe unter den Schauspielern und das wird so ja bezahlt. Also gut, dann alles auf Anfang. Alles ja. Auf Anfang. Ja, alles auf Anfang. Moment. Da möchte ich aber meinen alten Kittel ablegen und eine Krawatte umtun. Ne? Na, Herr Lehmann, nun lassen Sie mal die Kirche im Dorf. Vorhin konnte es Ihnen ja nicht natürlich genug zugehen. Ja, ne? Ich meine, Sie tragen ja auch nicht im Sonntagsanzug den Mülleimer runter. Hm? Nee, heute ist Freitag. Also ich bin ja auch nicht uneinsichtig. Herr Lehmann, kommen also Sie, gehen mit Ihnen ja. Nach oben. Gehen wir ja. Auf Anfang. Ja, ja. Auf Anfang. Sind alles auf Anfang. Maske zu mir. Maske. Was ist denn? Ich habe gesagt, auf Anfang, das geht doch für Sie. Wollen Sie nicht oder können Sie nicht? Mein Bein. Ach, stellen Sie sich nicht so an. Los. Jawohl, Herr Dr. Kurz. Dazu. Habt ihr mir einen Schrott angedreht? Bringen Sie den Eimer für den Lehmann? Ja, danke. So, Herr Lehmann. Hier, ja, prima. Hier, ja? Ja, wunderbar. Ja. Was ist nun? Also, wie ist es da oben? Wir sind am Anfang. Gut. Dann machen wir erstmal eine Probe. Bitte Ruhe für eine Probe. Ruhe für eine Probe. Und. Bitte. Bitte. Danke. Mensch, los geht's. Bitte. Ja, mach los, ja. Halt, stopp. Das hab ich doch gesagt. Ja, warte mal. Herr Lehmann, wie vorhin. Ohne Eile. Sie wissen doch gar nicht, was auf Sie zukommt. Hey. Also nochmal. Ja. Ganz schnell. So.
Jetzt macht Schnee. Alles wäre klar? Ja, wir sind wieder soweit. Also dann. Bitte. Das Menschenskind, das ist doch keine Rennpiste hier. Seid ihr denn alle übergeschnappt? Was hat der junge Mann denn Ihnen getan? Nein. Leger das Ganze wie vorhin. Und halten Sie den Mülleimer nicht so krampfhaft fest. Es muss ein kleines Chaos geben. Und bitte, Berliner Kollerschnauze, Sie sind doch kein feiner Herr, ist das klar? Keine Diskriminierung, bitte. Ja, das hat meine tote Frau gemahlen, schon darüber anstande, dass ich kein Herr wäre. Ja. Also können wir wieder auf Anfang gehen. Bitte, lass auf Anfang. Bitte auf Anfang. Und? Jawohl. Bitte. Bitte. Hey, was soll denn mit meinem Kind hier? Das ist doch keine Rennpiste. Was hat ihr denn alle übergeschnappt? Nein. Herr Lehmann, wir drehen doch keine Klamotte. Passen Sie auf. In der ersten Probe waren Sie zu fein und kultiviert. In der zweiten waren Sie zu poltrig und ordinär. Genau dazwischen. Etwa die Mitte. Jawohl, die Mitte. Genau dazwischen. Wir gehen wieder am Anfang. Ja, was soll's. Wir drehen das einfach mal mit. Kann ja höchstens schief gehen. Achtung bitte, wir drehen! Was ist mit der Kamera? Sind wir fertig. Ton! Ton läuft schon. 135, zweite Mal. Und... Bitte! Hey! Alle Menschen, das ist doch keine Rennpiste hier, hat die alle übergeschnappt. Was hat Ihnen der junge Mann denn getan? Wie soll ich denn bei diesem Lärm Cello üben? Aus! Mann, Sie können doch einfach die Aufnahme latschen! Jetzt hast du ein Bild drin gedreht! Wir drehen hier! Sie sind von gestern! Das ist ein Weihnachtsballon! Moment mal, ja, am Anfang bin ich auch ins Bild gelaufen. Und ist daraus geworden ein ganz neuer Film mit einem ganz anderen Pfiff. Also lassen wir den Willi doch hoch drin. Wie soll ich denn bei dem Lärm Cello üben? Das ist doch klasse! Echtes Leben ist das! Nein! So kann ich nicht arbeiten! So will ich nicht arbeiten! So fair will ich nicht arbeiten! Wir brechen ab! Nein, aus! Wir brechen ab! Was hat er denn? Was er hat? Es reicht ihm, er hat die Faxen dicke! Drehschluss! Ach nee, warum denn? Na, warum ist gut? Warum machen Sie denn nicht Ihre eigenen Filme? Sag mal, Willi, verstehst du denn? Ja, kann ich endlich üben. Da habe ich ja den Kurs von mir erlebt. Aber so eine schwere Szene kann mir noch nicht mit rein. Das muss ja schief gehen. Musst du dir weiter vorhalten. Ja. Aber wo sind Sie da? Hey, Julia Mann, was ist denn nun mit meiner Gage? Ach ja. Kommen Sie runter, die haben sich ja nun wirklich redlich verdient. Ja, das finde ich aber auch. Unterschreiben Sie mal hier, damit ich Ihren Namen wirklich auch nie vergesse. Aua, klar. Danke. Ach, Sie, hier, den können Sie auch noch haben. Aber unter einer Bedingung, dass Sie, falls Sie je wieder in die Nähe einer Filmkamera kommen, einen weiten Bogen um Sie herum machen. Einverstanden? Einverstanden. Die spinnen doch. Irgendwie spinnen die ja alle beim Fernsehen. Hm?